Wir haben das Wochenende richtig viel gerödelt. Es ist nicht mehr lange. Ich bin jetzt heute in der 36. Schwangerschaftswoche. Also eigentlich haben wir mehr als genug Klamotten. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich die Kommode so ein bisschen eingerichtet habe. Ich sündige jetzt. Und zwar so richtig. Ich begrüße euch aus dem absoluten Chaos. Heute ist Montag und wir haben das Wochenende richtig viel gerödelt, um endlich mal mit den ganzen Babyvorbereitungen weiterzukommen. In diesem Vlog heute soll es so ein bisschen darum gehen, dieses Chaos ja zu beseitigen bzw. euch bei den ganzen Vorbereitungen für das Baby so ein bisschen mitzunehmen. Es ist nicht mehr lange. Ich bin jetzt heute in der 36. Schwangerschaftswoche. Das heißt, es sind nur noch ein paar Wochen und ich wurde innerlich so ein bisschen nervös, weil halt hier noch gar nichts vorbereitet war für das Baby. Aber wie gesagt, dieses Wochenende haben wir richtig rangeklotzt, weil dafür, dass wir mit den Babyvorbereitungen richtig anfangen konnten, nämlich mit der Wickelkommode und so weiter, brauchte erstmal der Große einen neuen Kleiderschrank, denn er hat die Kommode, die wir halt bei ihm auch schon als Wickelkommode genutzt haben. Ja, da waren halt seine Klamotten noch alle drin und die platzte schon seit Ewigkeiten aus allen Nähten. Das heißt, das mit dem Kleiderschrank war sowieso lange überfällig. Am Samstag haben wir ihn endlich aufgebaut und das muss aber noch komplett eingeräumt werden. Da werde ich euch auch beim mitnehmen. Und dann haben wir halt die Kommode bzw. auch schon den Wickelaufsatz drauf gemacht und an ihren Platz bei uns im Schlafzimmer gestellt. Da herrscht doch absolutes Chaos im Schlafzimmer. Das werdet ihr aber auch noch in diesem Vlog sehen, wie sich das dann so nach und nach lichtet. Ich werde das nicht alles an einem Tag machen können, weil dafür ist es einfach zu viel und dafür habe ich nicht mehr die Energie. Deswegen machen wir das hier in diesem Video nach und nach. Und heute ist erstmal der Kleiderschrank vom Großen dran. Ich verkrümmel mich also jetzt gleich ins Kinderzimmer und kann euch mal den Schrank zeigen und wie ich so ein bisschen geplant habe, das zu organisieren. Und vorher werde ich aber noch die Böden hier so ein bisschen freiräumen, damit ich hier mal den Staubsaugerroboter laufen kann, damit wenigstens die Böden so ein bisschen gesaugt sind und der auch einmal kurz darüber wischen kann, dass das schon mal erledigt ist. Da steht das gute Stück, der neue Kleiderschrank vom Junior. Ich habe gerade nur ein paar Sachen vom Boden aufgehoben und ich bin schon völlig fertig und außer Atem. So, und von innen hat er jetzt halt echt richtig, richtig viel Platz. Kann man hier aufmachen, hier ist alles, also von oben bis unten, voll mit Fächern. Und hier haben wir ihm so auch nochmal oben zwei große Fächer gemacht, eine Stange. Und dann halt ganz viele Schubladen. Also das ist ein IKEA Pax, der ist 1,50 breit. Und theoretisch ist das viel zu viel. Aber er wird immer größer, er braucht immer mehr Klamotten. Von daher werden wir, glaube ich, in der Zukunft froh sein, dass wir da so viel Platz haben. Hier steht die Tüte mit seinen ganzen Klamotten. Das muss jetzt noch eingeräumt werden. Und ich weiß noch nicht genau, was ich wohin mache. Aber das werde ich dann jetzt rausfinden und ich lasse dabei einfach mal ein bisschen die Kamera laufen. Die Sachen, die in der Tüte waren, sind alle im Schrank. Es war jetzt gar nicht so viel, weil auch noch so super viel von ihm in der Wäsche ist. Also wird gerade gewaschen oder hängt noch nass auf dem Wäscheständer. Deswegen ist noch sehr, sehr viel Platz. Ich habe die Zeit auch genutzt und seine Regale mit dem Spielzeug ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen ausgemistet, so kaputte Sachen mal jetzt weggetan und so. Ja, so sieht das jetzt aktuell hier aus. Wir haben seinen Tischchen da in die Mitte von diesen zwei Regalen gestellt. Und ich bin fix und alle. Ich merke echt, ich kann kaum noch laufen und brauche deswegen jetzt erstmal ganz dringend eine Pause. Und morgen geht es weiter mit dem Schlafzimmer und der Wickelkommode. Freue ich mich mega drauf. Ein
Tag später und heute ist das Schlafzimmer dran, habe ich gestern schon gesagt. Das heißt, eigentlich im Schlafzimmer geht es hauptsächlich darum, jetzt gleich die Wickelkommode so ein bisschen schick zu machen, beziehungsweise die Babykleidung aus dem Keller zu holen und mal zu sichten. Was haben wir noch alles und was ist noch gut? Was hat irgendwelche Flecken, die vielleicht nicht mehr rausgehen, um mich um die Flecken zu kümmern und mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, was wir eventuell noch brauchen. Jetzt vorher habe ich aber erstmal das Bett frisch bezogen und ich freue mich sehr, dass ich für dieses Video mit Dalfilo zusammenarbeiten darf. Falls ihr von Dalfilo noch nichts gehört habt, das ist ein italienisches Unternehmen, bei dem ihr wunderschöne Textilien bekommt, beispielsweise Bettwäsche, wie ich sie jetzt hier habe, aber auch Handtücher und Bademäntel. Ich habe hier ein wunderschönes Bettwäscheset von Dalfilo in der Farbe Olivgrün und aus Satin. Ihr bekommt sowohl Baumwollbettwäsche als auch Satinbettwäsche und alle Produkte von Dalfilo sind handmade in Italien. Seit Frühjahr letzten Jahres, seit Frühjahr 2022, sind die Produkte jetzt auch in Deutschland erhältlich. Die Produkte sind in Italien von Hand hergestellt. Also das ist wirklich eine Bombenqualität. Ich habe mich nach Auspacken wirklich sofort verliebt und auch nach dem Waschen. Das ist so ein wunderschönes, weiches Material. Ich liebe das wirklich sehr und ich finde, es gibt nichts Schöneres, sich in ein frisch gemachtes Bett am Abend zu legen und sich da so richtig schön einzukuscheln. Und wenn es dann auch noch so eine richtig schöne, weiche, hochwertige Bettwäsche ist, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Es sieht nicht nur toll aus, sondern fühlt sich auch noch richtig toll an auf der Haut. Und wie gesagt, ich habe die Farbe Olivgrün gewählt, weil ich liebe einfach alles, was olivgrün ist. Ihr bekommt aber auch noch ganz viele tolle andere Farben bei der Bettwäsche beispielsweise. Schaut gerne mal vorbei. Und mit dem Code PIA spart ihr 5% auf alles im Shop, auch auf reduzierte Artikel und der Code ist auch dauerhaft gültig. Schaut euch da gerne mal in Ruhe um. Ich würde mich sehr freuen, denn ich bin wirklich sehr, sehr begeistert hiervon. Fix und alle. Ich war gerade im Keller. Ich habe die Kisten mit der Babykleidung in 50-56 hochgeholt. Und ich kann jetzt einmal kurz das, den aktuellen Stand vom Schlafzimmer komplett zeigen. Das Bett habt ihr gesehen. Und das ist nämlich dann halt der Wickelplatz. Das ist direkt neben der Schlafzimmertür. Da ist das Fenster. Und vorher stand hier nämlich immer mein Schminktisch. Der steht jetzt aber hier. Den haben wir an diese Wand gestellt. Der wird nicht genau an der Position bleiben. Deswegen ist der Spiegel auch noch nicht befestigt. Wir haben jetzt erstmal, ja, da steht das Babybay. Das wird dann natürlich, wenn das Baby da ist, bei mir hier an die Seite ans Bett vorgeschoben. Und dann wird der ganze Schminktisch auch ein bisschen weiter mittig geschoben. Also das steht jetzt nur da, damit das Babybär jetzt nicht schon direkt da steht, weil ich im Moment dann halt sonst so schlecht aus dem Bett rein und raus komme, ehrlich gesagt. Das muss auch noch niedriger gestellt werden und so. Also das ist noch nicht irgendwie eingerichtet oder so. Den Heizstrahler haben wir hier auch schon an den Wickeltisch gestellt. Und wie gesagt, das ist eine Malmkommode mit einem Wickelaufsatz. Genauso haben wir das auch schon beim Großen genutzt. Die stand, wie gesagt, jetzt sehr lange in seinem Zimmer. Ich wollte gucken, ich weiß nicht, ob ich mich noch mit diesen Aufklebern so anfreunden kann. Ich glaube, ich werde die abmachen. Im Moment ist da eigentlich erstmal alles nur reingeschmissen. Es war so eine Wimpelgirlande, die ich damals für das Babyzimmer vom Großen genäht habe. Ich glaube, die werde ich wieder einfach hier über die Wickelkommode hängen, um das halt auch so ein bisschen babyfreundlicher zu gestalten. Und da sind die Kisten. Das ist eine so eine Überbleibselkiste. Da ist ganz viel Kram drin. Einmal die Babydecke, die ich damals für den Großen genäht habe. Die kommt jetzt auch wieder zum Einsatz. Und hat so ein paar Sachen, die übergeblieben sind. Das war einfach so eine Wir-schmeißen-rein-Kiste. Aber ein paar Sachen sind da nämlich auch in Babygröße drin. Also einmal unser Babyphone, das wir brauchen werden. Da sind nämlich Sachen drin, die ich damals verliehen hatte. Und dann aber auch erst zurückbekommen hatte, nachdem ich die ganzen 50-56 Sachen schon vakuumiert und verpackt und im Keller hatte. Und da wollte ich die Vakuumbeutel nicht mehr aufmachen. Und deswegen sind hier kleine Sachen, aber halt auch so ein paar Überbleibselgröße, also Windeln in Größe 6. Die werden wir lange nicht brauchen. Genau, aber in dieser Kiste, also so haben wir das alles verpackt. Da sind Vakuumbeutel drin, haben das in diese Ikea-Kisten verpackt. Die Beutel sind alle beschriftet, mit welcher Größe genau da drin ist. Haben wir die so im Keller aufeinander gestapelt, dass die Kleidung auch gut verstaut ist und da nichts dran kommt. Und jetzt kommt der schönste Teil des Ganzen, nämlich die Klamotten sichten und durchgehen und in Erinnerungen schwelgen. Da freue ich mich total drauf. Guck erstmal, was hier so drin ist.
alles groß. Das brauchen wir auch nicht. Das Fällchen, das kommt auf jeden Fall in die dicke Kommode. Hier ist noch eine Decke. Also an Decken mangelt es uns nicht. Also eigentlich haben wir mehr als genug Klamotten in 50, 56 sehe ich gerade. Das sind jetzt nur die Sachen, die ich verliehen hatte. Und hier ist nämlich noch mehr drin. Hier ist auch bis Größe 62 insgesamt drin. Ich muss mal gucken, wie viel ich jetzt auch überhaupt in die Wickelkommode letztendlich reinkriege. Ob ich 62 jetzt schon mit direkt rein sortiere oder nicht, weil ich merke, wir haben echt viel in 50, 56 und so ein paar Teile habe ich auch gekauft, aber wirklich nicht viel. Also ich habe mich wirklich zurückgehalten. Es kann aber auch sein, dass das nach mehr aussieht, als es ist, weil es sind noch Mädchensachen drin. Wenn ihr mein letztes Short gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir aber einen zweiten Jungen bekommen. Und die Mädchensachen, die sind von meiner Schwester, die hat es mir damals gegeben, weil sie gesagt hat, falls ihr ein Mädchen bekommt, dann habt ihr die schon da. Das heißt, die werde ich jetzt sowieso raussortieren und gebe sie ihr zurück. Noch eine Decke. Okay, das ist 50, 56. Das ist ein Laken, entweder fürs Baby Bay. Ich glaube, das ist fürs Baby Bay. Das ist perfekt. Das auch. Das hier gehört zur Wiege, meine ich. Genau, das gehört zur Wiege. Die steht im Wohnzimmer. So. Das ist 62. Die lasse ich erstmal zu. Achso, Sonnensegel für den Kinderwagen. Oh ja, sehr wichtig. Da habe ich zwei von, ne? Ich weiß nicht, warum ich zwei habe, ehrlich gesagt. Die werden wir auf jeden Fall auch brauchen oder zumindest eins davon. Das war ein Stillschal von DM. Da habe ich diesmal 9 bekommen. Die gibt es ja immer in der App. Das kommt erstmal zur Seite. Hierzu gibt es eine Geschichte, da war ich so traurig. Das ist ein Pulli, den hat meine Mama selber gestrickt und hat ihn mir zur Geburt damals geschenkt. Und ich war so daneben damals, weil ich so einen Schlafmangel hatte und einfach völlig, ja, habe ich diesen Wollpullover aus richtiger Wolle in die normale Wäsche mitgeschmissen. Und habe ihn dann hinterher aus der Waschmaschine gezogen und er ist total verfilzt und klein und kann halt kein Mensch anziehen. Also höchstens vielleicht eine Puppe, aber haben wir nicht. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Also wirklich, ich habe richtig, richtig geheult und war so traurig über diesen Pulli, weil meine Mama sich so viel Mühe gemacht hat und den extra ja, für den Junior gestrickt hatte und auch hier diesen Traktor noch gemacht hat und so. Und obwohl er untragbar ist, kann ich mich bis heute nicht davon trennen. Ja, ich finde, den hat sie richtig schön gemacht. Das war einfach meine Dummheit damals. Bestandsaufnahme ist gemacht. Das sind Bodies. Ich denke, das wird auch reichen. Das sind alles Hosen. Das wird definitiv reichen. Hier sind zwei Jäckchen und ein so ein, nicht Wollwalk, aber so ein, das war so ein Wolle-Baumwoll-Gemisch. Das ist Größe, der ist schon größer. 62. Das ist sogar schon 68. Das heißt, der wird noch zu groß sein. Ich tue den trotzdem schon mal da rein. Dann sind hier ja halt alles, was so Pullis ist, im Prinzip Oberteile. Das ist nicht besonders viel. Ein so ein dünneres, das hatte der Junior an, als er aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen ist. Und zwei Pullis, die ich heute so nicht mehr, ich glaube, das habe ich gar nicht selber gekauft. Und das hier würde ich heute gar nicht mehr so kaufen mit Kapuze für so ein Neugeborenes. Ist total unpraktisch. Das sind Schlafanzüge, 3 Stück. Das sind alles so Strampler, also so Ganzkörperanzüge. Dann haben wir hier noch ganz viele Söckchen und Mützchen, wobei diese hier ist selbst genäht, die könnte noch ein bisschen groß sein. Und diese hier, da muss ich mir nichts vormachen, die waren auch so Sets von H&M, die waren schon dem Junior viel zu klein, also auch als Neugeborenes. Ich wollte ihm so ein Mützchen anziehen für den Weg nach Hause vom Krankenhaus,
hat nicht über seinen dicken Bollerkopf gepasst, denn der Junior hat einen sehr großen Kopf und das hat dieses Baby auch. Deswegen werde ich diese zwei gar nicht in die Wickelkommode packen brauchen. Die können nämlich eh nicht, die werden eh nicht passen. Und da hinten auf der Kiste drauf sind jetzt noch die Sachen, die ich gekauft habe, beziehungsweise so ein paar Sachen noch aus dem Familienbestand. Und die Nachbarn bohren. Ich habe hier nämlich einmal das aktuelle Stilltuch aus der DM-App, also der DM-Glückskind-App. Zweimal diese IKEA-Waschlappen, die werden wir auch wieder zum Wickeln nehmen, also zum Saubermachen hier zu Hause. Für unterwegs gibt es Feuchttücher. Dann die Sachen, die ich gekauft habe. Ich liebe die Sachen von der Marke Frugi. Stehe ich total drauf. Und ich habe bei Vinted ein paar Sachen gebraucht gekauft von Frugi. Einmal diesen Strampler hier. Den finde ich urniedlich. Was hatte ich noch von Frugi gekauft? Genau, hier noch einen etwas wärmeren Strampler. Also der ist aus so Sweat. Der ist halt, der andere war so dünnere Baumwolle. Der ist aus so Sweatstoff. Und noch eine Sache von Frugi. So eine Sommerwende-Latzhose, die fand ich auch so niedlich. Da ist auf der einen Seite halt hier dieses, so ein Auto drauf und das Ganze kann man halt wenden. Und dann hat man nämlich hier so ein ganz buntes Motiv. Ja. Und das waren wirklich, da habe ich nicht besonders viel für gezahlt für die Sachen. Das waren schöne Schnapper. So, dann habe ich noch gekauft, den hatte ich schon total vergessen, das war so ein, ich bin schwanger, ich weiß jetzt gerade seit ein paar Tagen, dass ich einen Junge kriege. Irgendwas muss ich kaufen. Das war einmal ein Body von C&A mit so einem Tiermotiv. Und noch ein Strampler, der war von Ernstings Family. Das hier habe ich erst vor kurzem bei H&M gekauft, so ein Latzhöschen mit einem Body. Das ist so ein Set, also wie gesagt, das ist relativ aktuell. Das ist aber auch schon 62. Aber es wird ja wieder ein großes Baby, von daher. So, ich flug das jetzt mal auseinander hier. Achso, das ist gerade kein Body, ist ein T-Shirt. Genau, das war das Outfit für das Gender Reveal sozusagen, für das Short. Nämlich einmal auch so ein hellblaues T-Shirt. Und diese Leinenlatzhose, die fand ich auch richtig süß. Auch das ist schon, 62. Aber für den Sommer wird es dann halt perfekt sein, wenn es dann hoffentlich ein schön heißer Sommer wird. Das war beides von Sarah übrigens. Dann kommen noch ein paar Sachen aus dem Familienbestand. Einmal ein Body mit Kölner Dom. Und ein paar Stricksachen nämlich noch. Ah ja, genau, das hatte ich nämlich auch schon beim Junior. Eine selbstgestrickte Mütze von meiner Mama mit Frosch. Das ist die kleinere. Und dann gibt es noch eine etwas größere mit Fuchs. Ich habe jetzt mittlerweile mal so provisorisch die Wickelkommode eingerichtet, um zu gucken, wie ungefähr möchte ich das alles haben, was soll wohin kommen. Die Sachen sind alle noch nicht gewaschen, vor allem ist die Wickelauflage noch nicht gewaschen. Ich habe die jetzt gerade hier draufgelegt auf die Wickelkommode und muss sagen, die hat schon echt krasse Flecken. Und ich versuche alles, um die irgendwie rauszukriegen. Muss mal gucken, ich habe da sowieso immer einen Bezug drüber gehabt. Aber der eine Bezug hat auch ordentlich Flecken. Deswegen entweder kaufe ich nochmal einen neuen Bezug. Also ich habe zwei zum Wechseln. Oder eventuell eine komplett neue Wickelauflage. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Ich versuche erstmal die ganzen Flecken da rauszukriegen. Da gibt es ja so manche ganz guten Hilfsmittel und Tipps. Schön wäre es natürlich, wenn die Sonne irgendwie knallen würde, weil das hilft auch mal ganz gut. Aber da warte ich jetzt erstmal ab, was ich mache. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich die Kommode so ein bisschen eingerichtet habe. Wie gesagt, alles provisorisch und es ist alles noch nicht gewaschen. Deswegen habe ich die Klamotten jetzt erstmal einfach nur da reingestopft, sozusagen. Das ist jetzt gerade so, wie es von oben aussieht. Ja, das ist die Wickelauflage. Man sieht, die hat halt echt krasse Flecken. Und hier, das werde ich da stehen lassen am Anfang. Da kommen dann halt so die Pflegeprodukte rein. Also so Creme für den Popo und so weiter, was man halt so braucht. In der obersten Schublade, das sieht jetzt aktuell noch so aus,
Die Waschlappen habe ich auch alles noch nicht gewaschen. Das wird dann alles wirklich kurz vorher erst gemacht und da einsortiert. Das heißt, hier sind dann die Waschlappen drin zum Saubermachen. Und hier in dieses Fach kommen dann die Windeln rein. Da liegt jetzt gerade noch anderer Kram provisorisch drin. Hier sind Bodies drin, so ein bisschen sortiert nach Langarm-Bodies und Kurzarm-Bodies. Hier daneben sind Söckchen und Mützchen. So, zweite Schublade sieht jetzt gerade so aus. Strampler und Schlafanzüge, also alles an Einteiler. Hier sind alle Hosen. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Hosen. Mehrere davon sind nämlich selbst genäht. Das hat meine Schwester damals gemacht. Und die sind auch alle total niedlich. Und ein paar hatten wir halt vorher schon gekauft. Und hier sind jetzt Pullis und T-Shirts. Und hier, das sieht jetzt ziemlich chaotisch aus. Das sind Schlafsäcke. Das sind Jäckchen, beziehungsweise der eine Wollanzug. Dahinter liegen jetzt erstmal hier provisorisch die Stilltücher, Stillschals von DM. Und dann ist hier alles Mulltuch. Die hatten wir auch noch übrig vom Großen, die Babywickelunterlagen. Am Schluss habe ich die überhaupt nicht mehr benutzt. Ich hatte nur immer eine in der Wickeltasche. Und Moltontücher und halt auch noch Mulltücher. Und ganz unten ist absolutes Chaos. Das ist nämlich wirklich alles nur reingequetscht. Sind nämlich Sachen, die wir jetzt aktuell, also die wir dann halt brauchen, sobald der Kleine halt da ist. Muss mich mal hinsetzen. Das da ist eine Auflage für den Maxi-Cosi, also für den Autositz. Das ist so ein bisschen so ein Anti-Schwitz-Ding sozusagen. Also es ist so temperaturausgleichend. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Aeromove, genau so heißt das. Das hatten wir beim Großen auch schon drin. Dahinter liegt unsere Trage, der Bondolino von Hoppeditz. Und hier, das ist das Lammfellchen und darunter sind alle Decken. Und hier liegen sämtliche Laken, sowohl für das Babybay als auch eins für die Wiege im Wohnzimmer. Und dann sind da dann halt auch die Bezüge für die Wickelauflage. Wie gesagt, das muss, und darunter sind noch die anderen Bettlaken. Und heute habe ich auch einen großen Einkauf bei DM gemacht mit allem fürs Wochenbett, für die Kliniktasche und was wir halt sonst so brauchen. Ein paar Snacks für den Kleinen und die erste Packung Windeln. Was genau sich alles in dieser Tüte befindet, werdet ihr dann nächste Woche in einem DM-Haul sehen. Ich hatte heute auch wieder einen sehr schönen Termin mit meiner Hebamme. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diesmal eine Hebamme habe. Hatte ich ja beim Großen nicht. Beziehungsweise am Schluss hatte ich dann eine Hebamme für die Wochenbettbetreuung an sich. Wir haben damals vom Krankenhaus, als wir entlassen wurden, eine Liste mit Hebammen bekommen und die haben wir abtelefoniert und eine davon hatte halt Zeit und weiß nicht, ob das jetzt so meine erste Wahl gewesen wäre, wenn ich mir selber eine hätte aussuchen können. Aber diesmal bin ich sehr, sehr happy. Also es war wirklich somit das Erste, was ich mit dem positiven Schwangerschaftstest gemacht habe, mir eine Hebamme zu suchen. Baby ist sehr kooperativ, hat alles so mitgemacht, was es mitmachen sollte. Und jetzt für den Rest des Tages werde ich noch mal ein bisschen arbeiten jetzt, aber erstmal muss ich was essen. Guck mal, ich habe ein paar Gänseblümchen vom Junior geschenkt bekommen. Das fand ich ganz süß, er hat mir ein paar Gänseblümchen gepflückt. An Babyvorbereitungen, was jetzt noch fehlt, ist die Babyschale für den Kinderwagen, also nicht der Sportsitz, der ist da jetzt nämlich aktuell noch drauf und steht vor der Haustür, obwohl wir den bestimmt seit anderthalb Jahren nicht mehr benutzen, aber der passt halt einfach nicht in den Keller, deswegen steht er immer noch vor der, nicht vor der Haustür, sondern vor der Wohnungstür rum. Das muss sauber gemacht werden und dann muss die Babyschale drauf gemacht werden und vom Autositz die Bezüge möchte ich auch noch waschen vorher. Das ist alles in Ordnung, das stand alles im Keller. Wir haben keinen feuchten Keller, wir haben schon alles gecheckt, ob da irgendwelche Stockflecken oder irgendwas dran sind. Alles picobello, aber ja, gewaschen werden sollte es trotzdem auf jeden Fall. Ich sündige jetzt. Und zwar so richtig. Ich habe Hirschplunder gekauft. Und ich darf ja eigentlich nicht. Aber die Diabetologin hat gesagt, mal hin und wieder so ein Stück Kuchen am Nachmittag ist in Ordnung. Und deswegen mache ich das jetzt heute auch. Ich gönne mir das jetzt. Ich habe richtig viel geschmiert.
geschafft, richtig viel gearbeitet. Das habe ich mir jetzt verdient. Und ich glaube, dieser Vlog ist sehr, sehr lang geworden. Ich habe ja schon erzählt, was alles noch aussteht, so die letzten paar Sachen. Der Hauptteil ist jetzt eigentlich soweit vorbereitet für das Baby. Ist, ja, wenn es gewaschen ist, wenn die Sachen gewaschen sind, dann darf es kommen. Aber für heute reicht es jetzt erstmal. Ich hoffe, ja, dieser Vlog hat euch gefallen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.